Ja, Hallöchen, die gute Jessie und auch meine Mitgliedschaft begrüßen euch zurück bei Control. Wir sind immer noch im ältesten Haus. Wir sind gar nicht ausgerüstet, um was so komplexes haben in der letzten Folge zusammen den Fristmark besorgt aus dem Schwarzsteinbruch. Jetzt lass mal gucken hier, Missionen und Gegenstände. So, ein hier neues Leben plus 20%. Was haben wir da? Schleudern Energiekosten minus 10 und da haben wir minus 15. Okay, einmal das. Ui, erstklassig. Energiegenerationsgeschwindigkeit. Energie. Plus 10. 8. Fluchtenergiekosten. Behalten wir mal. Schadensenergiekosten. Schleuderenergiekosten. Moment. Plus 12. Dann noch 15. Zack. Leben plus 18. Das behalten wir auch. Moment. Ja toll, jetzt ist natürlich nichts mehr von den anderen Missionen offen, die wir da mal kriegen. Hotline. Astralwerkstatt. Ey, jetzt sind wir echt schon in Folge 11, das heißt, wir haben 10 Stunden Spiel noch hinter uns und jetzt kommen die mit sowas, Tutorial-mäßig quasi. Hör zu, du kannst auch das und das. Also, Witz hier, ein Witz. Wo kommen denn die 3 Fähigkeitenpunkte her? So, wir brauchen 3, 20% mehr Leben. Ja, da würde ich jetzt gerne nehmen, weil wir haben ja die plus 18% Leben Modifikation abgelegt. Na, neuen Benutzer folgendes frei zu sein. Persönlich. Wie schalte ich aber nochmal die Modifikationen für den, wie heißt's, die Zusatzplätze für die Waffen frei? Was haben wir denn hier? Verdeckte Waffen. Ja, toll. Munitionseffizienz plus 13. Moment. Ne, Munitionskosten. Zweimal auf Stufe 4. Da auch. Werkstatt Stufe 4. Alles klar. Ach, die können wir, glaube ich, aufwerten. Griff aufwerten. Stich. Alles klar. Da müssen wir jetzt erstmal wieder
Geld sparen und stopp, dahin, wo Panaktikum, das war glaube ich hinten in der Forschung, ne? Wo jetzt dahin? Willkommen zurück! Da war Kantine. Es ging zur Kantine. Genau andersrum. Ach, das war hier oben. Sonst wird's keiner. Ja. Wir sollten da draußen sein. Die Dinger töten unsere Kumpel, während wir Babysitter für die Geschäftsleitung spielen. Wir sind immer noch keine Gegner. Um diese Rats-Dingsbums zu machen. Ich kann nicht glauben, dass sich die Anzüge so lange gehalten haben. Situationsbericht, alle Sektoren. Die Geschäftsleitung wird befestigt, wie befohlen. Abbrechen. So. Töte Gegner mit der Amtswaffe im Leader-Modus. Ja, was ist das für ein Modus? Töte Gegner mit der im Drehmodus. Stichtaktiken. Töte Gegner mit der Amtswaffe im Stichmodus. Ah, okay, jetzt. Töte Gegner im Wartungssektor. Wartung, harte Arbeit, Hausmeister, Sobektore, ich sichere ihn. Die Wartung ist relativ stabil. Ein Sicherheitsbeamter namens Arish. Forschung, Moment mal eben, Parapsychologie, das. Panaktikum. Boah, hinterm Schwarzsteinbruch ist ja immer noch was. Junge. Wo ist denn dieses Teil, wo wir hin müssen? Ach, da. Ne, das ist unstellbare Posten. Ich hat angeblich mehrere wichtige Orte gegen das Zischen verteidigt. Finde Döllen, ja. Ein kleines Team hält derzeit das HFA-Labor. Ja, Geschäftsleitung, da sind wir. Forschungssektor, Zugang zum Isolationssektor. Wir gehen aber mal eben in den Wartungssektor. Da haben wir ja gerade eine Gegenmaßnahme angenommen für vom Rat. Mal gucken. Kommen wir hier endlich rein. Kann man dich noch holen? Buchclub, Lopez. Wie mit ihrem Shit Buchclub. Ab.
Wieso kommen wir da nicht rein? So, mein Freund. Aua. Ach, komm schon, hör doch auf. Leben aufsammeln. Was ist das für den Moment? Was? Wow. Ich habe mich jetzt erschrocken. Habe ich aber nur 5-6 Stück bis jetzt. Kann ich das nachschauen? Missionen. 8. Wird ja bedeuten, ich muss öfters nach hier kommen. So, hier war das Loch im Boden. Hier haben wir unsere erste Fähigkeit bekommen gehabt. Ne, gar nicht wahr. Die erste war die Diskette, ne? Und die war ja in dem einen Raum hinten. Der Isolationssektor wurde in 1000 Stücke zersprengt. Da kannst du ewig arbeiten und wirst doch nicht fertig. Was haben wir denn hier? Was für ein Chaos. Sie rede mit den Pflanzen. Führer, du kannst ihnen alles sagen. Oder sing für sie. Das mögen sie. Rede mit den Pflanzen. Weißt du, was an diesem Ungeziefer am schlimmsten ist? Satan hat das Geräusch. Was für ein Chaos. Verbrenne den Müll. Ja. Verbrenn den Müll. Wirf alles ins Feuer. Verbrenn es. Es hält sich in die Verstopfung. Was würde so etwas Übles töten? Paska, Micke, Paska. Da unten. Kommen wir der Sache jetzt näher? Nein. Thank you.
wir bei der Hälfte. Sehr schön. Wo sind die anderen? Ach so. Moment. Ach, da drüber. Hausmeisterbüro. Das geht doch durchs Hausmeisterbüro, würde ich sagen. Hier noch eine zweite Tür. Den Weg nicht mehr. Er hatte uns doch letztens auch hier durchgeschickt. Wir müssen zu den Kühlpumpen, genau. Kühlpumpen da lang. Moment, bevor wir aber gehen, gucken wir noch mal eben, ob unsere Freunde noch mal kommen. Nein, haben gerade genug gespielt, scheinbar. Ich sehe gerade nichts. Energiekontrolle, Belüftungssystem, da und da. Sind wir wieder hier. Dann lass mal ihn gucken. Kühlpumpen. Kühlpumpen. Auf 1. Jo, genau. Ich erinnere mich.
Nee, wir sind falsch. Also, hier bei den Kühlpumpen falsch gelaufen. Okay, die gelten zum Glück auch. Ui. Hab da was für dich. Guck mal. Okay, da müssen wir jetzt mal schauen, wo wir denn hin müssen. Ach so, hier waren wir da nach hier gekommen. Ich kann mich irgendwas da oben dran erinnern. Wie wäre das da hochzukommen? Irgendwie klettern. Hallo Verstopfung. Du hast dich ziemlich gehen lassen. Fallakten. Wasserspenderprozedere. Isolationsprozesse, kein besonderes Prozedere nötig. Sollte die Form des Objekts anders sein als die zuvor beobachteten, bitte eine Beschreibung der neuen Form verfassen. Beschreibung gewandelter Eigenschaften. Die wahre Form und Erscheinung des Objekts ist unbekannt. Die folgenden Formen sind bisher festgehalten worden. Schlüsselring, Brotdose, Schraubenschlüssel, Mikroskop, Tacker, Brille, Poströhre, Löffel. Das Objekt kann die physische Form von Gegenständen in unmittelbarer Nähe annehmen. Das Objekt kann sich in eingeschränkter Form bewegen und positioniert sich neu, wenn es die Form ändert. Dies tritt nur ein, wenn es unbeobachtet ist. Sowohl physische als auch digital. Deshalb konnte der Wechsel zwischen den Formen auch noch nicht beobachtet werden. Durch Rezitieren der Formel I plus I.14 oder I.32 kann das Objekt erkannt werden, da es zu zittern beginnt. Herkunft: Das Objekt wurde ursprünglich in der Behörde selbst entdeckt. Es ist jedoch unbekannt, ob ein Agent es hereinbrachte, absichtlich oder nicht, oder es vor Ankunft der Behörde im ältesten Haus bereits hier war. Da unten. Noch zu. Das ist auch noch zu. Ja, wie kommen wir denn da hin? Boah, schon Personalschutz. Super. Jetzt, wo ich hier hinten bin. Ah, wir brauchen Strom. Wir brauchen Strom. Ist ja noch einer. Brauche ich zwei? Ich brauche scheinbar zwei. Ich habe aber nur einen. Da ist noch einer. Moment. Das ist der andere.
da rein. Aktiviere die Abflusspumpen. Wo denn? Ah. Wollt ihr mich denn jetzt? Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. So, haben wir die erste Hausmeisterarbeit gemacht. Ich hoffe, die Leute können jetzt wieder gescheit scheißen gehen. Unten laufen noch welche. Wo laufen sie? Wo laufen sie hin? Bist du denn da hinten? Wow! Hast du mich erschrocken, mein Freund? Drei Stück fehlen noch. Drei. Ach, kommt schon. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Hausmeister. Auf dem Weg dorthin finden wir hoffentlich noch die drei restlichen zum Töten. Warum fahren wir hoch?
Auch immer noch keine neuen hier. Jetzt wird's ärgerlich. Du, erste Arbeit erledigt. Ich wollte es nur mitteilen. Ich wollte es dir nur mitteilen. Es fehlen doch nur drei Stück. Es fehlen doch nur drei Stück. Direktorin Faden. Ist sie nutzlos? Wenigstens sind wir keine Zischer. Noch nicht. Fühlt sich nutzlos? Dann geh ins Hauptbüro, meld dich, kriegst du eine Waffe und dann kannst du weiter, kannst du mitspielen. Endlich! Die zählen hier noch nicht mal. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Kühlpumpen. Jawohl. Jetzt gibt mir hier noch drei Gegner. Ach kommt schon, das ist doch jetzt lachhaft. Das ist doch jetzt lächerlich. Sonst kommst du hier rein, dann musst du mal überfallen hoch 3. Und jetzt nix. Muss ja echt nochmal komplett raus aus dem Sektor hier. Ah. Na gut, er hätte jetzt nicht kommen müssen. Taktik. Okay, haben wir für beide sogar. Ich würde ja so gern abschließen.
ich kann sie einfach nicht so da oben hängen lassen. Auch wenn ich mittlerweile glaube, dass das nichts bringt. Gegner kommen immer wieder. Aber ich kann es nicht. Ich bring's nicht übers Herz. Zentrale Wartung, da lang. Na gut, dann kommen wir ein andermal nochmal wieder für die drei. Ich hoffe, dass das auch übergreifend gespeichert wird. Wenn nicht danach, ja, machen wir 25. Hast ja beim letzten Mal nicht komplett. Hotline. Ja, spiel ab, mein Freund. Kommst du jetzt rechts oder links? Oh, da hinten kommt einer. Doofe Sau mit deinem scheiß Maschinengewehr. Thank you.
Hoi. Puh. Wenn die Verstärkung nicht gekommen wäre, es einfach gewesen. Okay, Leben ist voll. Hopp, hopp. Argumentiert jetzt sicher. Die hatten wir doch schon mal. Also Unterschiede Gewalt und Macht. Unterschiede zwischen Objekten der Macht und gewandelten Objekt. Obwohl gewandelte Objekte und Objekte der Macht auf den ersten Blick ähnlich aussehen, ist es wichtig, einige bedeutende Unterschiede festzuhalten. Erstens gewähren Objekte der Macht parauteletärische Fähigkeiten. Zweitens unterziehen Objekte der Macht jeden, der physisch in Kontakt mit der Astralebene kommt, eine Translokation. Es wird allgemein angenommen, dass der Grund dafür die Verbindung von mit dem Objekt der Macht ist. Nicht jedes Individuum ist in der Astralebene erlaubt, was darauf hindeutet, dass Sid evaluiert, wer herein darf oder nicht. Drittens, und das ist nicht immer der Fall, sind Objekte der Macht viel mehr paranatürlich Sid als gewandelte Objekte. Wenn man sich die bestimmten Kriterien ansieht, die ein Objekt der Macht definieren, dann ist es kein Wunder, dass sie erheblich seltener sind als gewandelte Objekte. Tatsächlich haben wir gewandelte Objekte für jedes isolierte Objekt der Macht innerhalb der Behörde. Stichtag töte Gegner mit im Stichmodus, das habe ich doch, ne? Gegenmaßnahme. Geh in die zentrale Geschäftsleitung. Ah, okay. Geh in die Zentrale. Das haben wir auch. Töte Gegner. Wieso haben wir die abgeschlossen? Naja, okay. Wenn ihr sagt, ich habe die abgeschlossen, widerspreche ich euch nicht. Logistik und Sicherheitsbüro. Irgendwo Sektorenluft. Ah, ich wollte auch sagen, hatten wir hier nicht nur irgendwo eine Treppe, die wir nicht hochgegangen waren? Plötzlich rosa, hellrot oder in einem Farbton dazwischen erscheinen, sofort verbrannt werden. Andernfalls kommt es zur Kündigung und möglicher Körperverletzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ah ja, und dieses Dum-Dum-Dum hat mich gerade tierisch an Gwies erinnert. Wenn die ihre morgendlichen Durchsagen in der Schule gemacht haben. Da war ja auch mal so ein Bing, 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 Bing. Also, für alle Jüngeren, Grease ist ein Tanzfilm aus den 70ern. Ein Musikfilm.
Komm schon, wie scheiße bin ich denn jetzt gerade drauf? Kletter! Oh, ich war noch am Leben. Ich habe gedacht, beim ersten Treffer wäre ich schon weg gewesen. Hier hinten. Ach nö, echt? Euch hab ich doch schon. Schade, dass ich den nicht mitziehen kann. Jetzt würde ich sagen, kommt mit. Sack hier, du kleiner Pisser. Was ist der zweite Raketenwerfer? Unten. Ah, kommen noch mehr. Kleine Sackratte da. Bist du hin? Wow! Da steht auch einer vor mir. Uiuiui. Ja, können wir den nächsten Kontrollpunkt einrichten. Sehr schön, sehr schön. Fähigkeitenpunkte. Brauchen wir jetzt 4, habe ich mir fast gedacht. So, jetzt können wir das freischalten. Hoppa. So, schleudert Granatenraketen zurück auf den Gegner. Sehr schön. Den Dreh können wir herstellen. Mal Griff. Bei den anderen fehlt immer noch was. Ach ja, genau. Belohnung abholen. Stopp. Erhöhter Stichzoom. Okay.
So, Lader haben wir noch nicht. Lader. Drehtaktiken. Töte Gegner mit Drehmodus. Töte Resonanzen, sind wir uns sicher. Einfall in einem Achtungssektor. Sicher Pioniere. Ja. Ui. Ui. Braucht jemand Hilfe? Ja, ja, da oben. Klingt, als wäre jemand verletzt. Multimedia. Ach so, alles. So. Steigende Häufigkeit von AWEs. Seit einiger Zeit steigt die jährliche Anzahl der AWE, in welchen die Behörde eingreift, beständig an. Zwischen 2010 und 2015 griffen wir in AWE ein. Im Vergleich dazu griffen wir zwischen 1995 und 2005 nur in Fällen ein. Ist dieser Anstieg auf Verbesserungen in unserer Erkennungsmethoden oder vielleicht einfach nur auf Zufall zurückzuführen? Das kann man nicht mit Sicherheit sagen und deshalb wurde dieser Antrag auf die Gründung einer AWE-Arbeitsgruppe verfasst, die innerhalb der Hierarchie des Untersuchungssektors ins Leben gerufen werden sollte. Wir müssen mehr Zeit auf die Klärung der Fragen verwenden, das AWE verursacht, anstatt sie einfach nur unter Kontrolle zu halten. Entfernter Gedanke. Was? Entfernter Gedanke. Was? So, okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Diese endet an dieser Stelle. Ich bedanke mich für euer Interesse. Ich glaube, die gute Jessie tut das genauso. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hoffentlich unseren Bruder oder Jessies Bruder Dylan finden. Ja. Wenn ihr denn möchtet, seid ihr da gerne zu eingeladen. Und ihr seid auch eingeladen, zu liken, zu teilen, zu kommentieren, abonnieren. Ansonsten wünschen wir beide euch noch alles Gute und sagen Arrivederci, Winke, Winke und Goodbye. Euer, dein Aiden Kopf.